Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Trainerkarriere mit dem HSV. Wir werden hier weiter simulieren und gehen direkt ins Hannover-Spiel. Sind heim gegen auswärts. Oh, cool. Gucken sich gegenseitig an, das ist ja cool. Gucken nochmal im Teammanagement. Giroud geht raus, Kleber rein. Holtby hat mir sehr gut gefallen. Ekdal hat mir auch gut gefallen. Müller geht mal raus. Für Götz, der kann nämlich auch rechtes Mittelfeld spielen. Genau. Diekmeyer bleibt. Spasch bleibt. Adler hat jetzt im letzten Spiel ein Tor Gegentor kassiert. Kann aber nicht viel dafür. Hat im ersten Spiel sehr gut überzeugt. Martinha. Ja. Müssen wir noch gucken, wo das Ganze hingeht. Dann Kostic immer noch verletzt. Der Serbe. Leider würde ich sehr gern aufstellen. Jung hat sich im letzten Spiel verletzt. Leider Gottes. Dann Baui, auch fast verletzt. Der lag auf dem Boden. Musste kurz raus, konnte aber weiterspielen. Nichts Gefährliches. So, dann spielen wir auch gegen Hannover, deutscher Verein. Gegen den ersten deutschen Verein in dieser Saison. Freistöße, Bronze. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, das war ein bisschen doll. So. Flach, schön. Haben die Schallfläche berührt. Oh, der ging daneben. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, schönes Ding. Der war gut. Der würde zu weit wieder nach rechts gehen. Der ist drin. So. Ah. Bisschen zu flach, ja. Der ist auch drin. Der ist daneben, okay. Gehen weiter zum Spiel. Wieder in Anfield, Hamburg SV gegen Hannover. Beide deutsche Vereine, national natürlich. Ja, Kommentator sind aus, sind im Halbfinale, deshalb sehen wir die Sequenzen. Schön, dass manche pinke Trikots tragen. Wir sind eine Heimmannschaft. Manager Klaus Göring. So stellen wir diese Mannschaft auf in diesem Spiel. Sehr schöne Augenbewegungen. Dann haben wir die Mannschaft von Hannover mit einem 4-5-1. Stubiech drin, Schmiedebach drin. Checkhands. So wie sich das gehört. Oh, Klaus mit einer Jacke, das ist ja cool. Machen wir unser Halbkreis, was ja auch neu ist. Holtby macht Ansagen. Der Capitano. Hannover auch noch ein Kreis. Schauner macht diesmal bei ihnen Ansagen. Halilovic, von dem Hamburg sich sehr viel verspricht.
jetzt im Real Life aussortiert wurde von Labbadia. Neuer Trainer. Mal gucken, ob es jetzt läuft, Pierre Halilovic. Und da fangen wir auch schon an. Hannover. Als erster Armball. Schmiedebach. Sorg. Bech. Oh, nicht gut gemacht von Bowie. Sobic. Das ist gut von Spalc. Konterchance. Halilovic. Schön auf Bowie gespielt. Nach außen. Das war nicht gut gespielt. Aus irgendeinem Grund ist Halilovic stehen geblieben. Wollte ihn eigentlich schicken. Jetzt muss Kleber aufpassen auf Sané, aber der Spieler schlecht. Dietmeier am Ball. Ekdal. Holtby. Wood. Gute Anspielstation. Gefällt mir sehr gut. Die Funktion. Wood. Wood. Versucht's einfach mal. Abpraller konnten wir nicht nutzen. Götz jetzt mit dem Einwurf. Halilovic. Halilovic kommt da durch. Und macht das Tor. Für den HSV. In der 16. Minute. Sieht ein bisschen aus wie Raphael van der Vaart, der Fan. Macht das gut hier. Kommt ziemlich leicht vorbei. Schön flach in die Ecke. Erstes Tor für den HSV. Hat ja auch in Real Life sein erstes Tor im Testspiel. Schöner Schlenzer. Nee, im internationalen Pokal sogar. Ein Pokalspiel hat das gemacht. So. Dann geht's weiter hier. Sobic. Holtby jetzt. Ekdal. Götz. Versuchen wir mal über echtes Mittelfeld. Götz. Holtby. Da läuft Bahui nicht gut. Sehr schön gemacht. Ah, Götz. Kann das Tor nicht machen. Götz jetzt. Sehr gut nachgesetzt. Schön auf Dietmeier. Dietmeier vorne mit drin. Das ist auch mal was. Aber gut gespielt. Da muss Czauner richtig zugreifen. Jubel er seine Parade. Eckball. Spahic kann hier nicht köpfen. Spiel zurück auf Halilovic. Holtby. Ah, da kriegt der Schiedsrichter den Ball. Kann natürlich nichts dafür. Adler. Weiß nicht wohin. Kleber. Dietmeier. Sehr zentral. Wieso? Weiß ich auch nicht. Holtby. Bowie. Halilovic. Bowie. Macht das nicht gut, aber holt einen Einwurf raus. Oh, doch nicht. Der Gegner einen Einwurf. Holt sich hier aber wunderschön den Ball. Halilovic spielt das gut. Götz. Hätten wir nochmal auf Wood passen können. Steilpass, aber da ist Götz zu eigensinnig in dieser Situation. Oh. Das war nicht gut, aber Götz holt sich hier den Ball.
Ekdal spielt das gut auf Santos. Wood, Halilovic. Ah, versuchen sie es ein bisschen schnell zu machen. Jetzt Sorg am Ball. Bech. Possum, Bech. Kriegt den Ball nicht, aber Sané. Oh, Bech. Boah, das war aber... Boah. Gute Chance, aber nicht gut verwertet. Adler braucht er noch nicht wirklich angreifen. Halilovic, schon 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, das ist nicht gut gespielt. Meckert Halilovic auch ein bisschen rum. Die Fans feiern zu Recht. So, Spiel fortsetzen. Bakalorz kommt rein für Salif Sané. Anstoß für HSV in der zweiten Hälfte. Götz jetzt am Ball. Halilovic. Ekdal. Holtby. Holtby macht das nicht gut. Bauin nicht dran. Hier kommt er aber ran. Klärt zum Einwurf. Kleber. Oh, oh. Bauin. Nicht gut gemacht von Ekdal. Der Wood gibt Druck auf. Kommt aber leider nicht an den Ball. Ekdal macht das gut. Auf Halilovic. Halilovic. Ah, der Pass war nicht so souverän. Ekdal. Guter Lupfer. Aber Halilovic kommt nicht ran. Götze. Transfer bestätigt. Diesen Sommer. Zurück. An alter Wirkungsstätte. Holtby. Halilovic. Ekdal. Ekdal hat Platz. Macht das aber nicht gut. Holtby noch nachzusetzen. Ah, Diemeyer macht das nicht gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Kleber ist zur Stelle. Ey. 70. Minute. Benchop kommt rein. Sobiec raus. Dann nutzen wir auch mal die Ecke. Ekdal kann schon fast gar nicht mehr. Da kommt Jung rein. Halilovic gefällt mir sehr gut. Kommt trotzdem raus. Gregoritsch kommt rein. Der hat auch sehr gut gespielt. Nein. Nicht gut gemacht. Vom HSV. Nicht gut gemacht. Jetzt müssen wir den so langsam klären. Spiel gute Pässe jetzt hier. Der Ball läuft. Gideon Jung. Baui. Baui. Gregoric. Ah, das war auch abseits. Jung.
macht das gut auf Barui. Der kriegt den Ball noch. Sehr gut gemacht. Ah, da wollen wir Doppelpass spielen, aber Barui zu langsam gewesen, beziehungsweise der Pass war zu kurz. Santos. Barui, sehr gut gespielt. Gideon Jung. Jetzt muss eine zündende Idee kommen. Santos Rückmark. Wood. Boah, das war aber schon ein gefährliches Foulspiel. Götz! Versucht hier mitten im Fallrückzieher. Gregoritsch hat Platz. Hat Platz, versucht es auch einmal. Schauen hat keine Probleme mit diesem Fernschuss. Damit stehen wir im Finale. Da bedanken wir uns nochmal beim gegnerischen Trainer. Hat leider nicht so viel zu tun. Wundert mich, dass er schwitzt. Ja, regnet auch, ne? Da kann man auch. Alan Halilovic, gutes Spiel gespielt. Ein Schuss, ein Tor. Sehr gutes Spiel. Sehen wir nochmal Schüsse aufs Tor. 3 Stück. Schon relativ viel. Auch mehr Ballbesitz gehabt. Passgenauigkeit hatten wir auch mehr. Wir spielen im Finale gegen Lavente. Die haben gewonnen. 1-0. Genauso wie wir auch 1-0. So, und damit verabschiede ich mich für dieses. Für diese. Oh, wir haben hier noch meine Nachricht. Wir sind bis Badiachile. Beobachten wir mal. Und jetzt nochmal eine Anfrage, wie viel denn kosten würde. So, im Finale gegen Lavente. So, dann lesen wir noch eben die Nachrichten. Pressekonferenz. Oh, da müssen wir auf jeden Fall dabei sein. Spieler, wir loben jemanden. Und zwar den Halilovic. Turnierpreisgeld 3 Millionen. Das ist viel Geld. Göring. Lob guten Halilovic. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass er ein nächstes Spiel spielen wird, weil er die Ausdauer fehlt. Laut Göring ist Alan Halilovic ein Vorbild für seine Mitspieler und kann diese Saison eine wichtige Rolle bei seinem Verein spielen. Wir sind eine Mannschaft und ich möchte einzelne Spieler nicht über den Klee loben, auch wenn sie in herausragender Form sind. Aber Halilovic ist wirklich ein Schlüsselspieler dieses Vereins. Mit seinem Talent zieht er alle mit und er ist ein perfektes Vorbild für die Spieler der ersten Mannschaft und auch die Ersatz- und Jugendspieler. Alle hier lieben ihn. Spielgut wert 16,5 Millionen mit seinen 20 Jahre alt. Verdient auch schon 44.000, ne? Ja. Das ist ja mal eine Menge. So. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Bis dahin. Tschüss.